Wie ich in die Politik kam, das war eher Zufall. Der junge Herzog Karl August hatte mich nach Weimar eingeladen, da war ich gerade mal 26, aber schon ein bekannter Dichter. Der Herzog und ich wurden Freunde. Er holte mich nach kurzer Zeit in die Politik, zahlte mir ein ordentliches Gehalt und ernannte mich zum sogenannten Geheimen Legionsrat, so hieß das damals. Ich hatte ordentlich was zu tun. Ich ließ Straßen und Wege sanieren, war für den Abbau von Silber und Kupfer verantwortlich, ebenso wie für die Armee. Und ich sorgte streng dafür, dass das Herzogtum, in dem Weimar lag, nicht zu viel Geld ausgab. Als Minister hatte ich großen Einfluss und offensichtlich machte ich meine Aufgabe ziemlich gut. Zumindest war Herzog Karl August begeistert. Er ließ mir viele Freiheiten und belohnte mich reichlich. Und das Beste ist, er ließ mich sogar in den Adelsstand erheben. Danach hieß ich nicht mehr Johann Wolfgang Goethe, sondern Johann Wolfgang von Goethe. Nicht übel, oder?